Ich tippe auf das Kühlelement, aber ich glaube kaum, dass die beiden sie in die Wohnung lassen. Wir müssen ihm eine Falle stellen. Sie könnten in die Wohnung eindringen und alle Glühbirnen rausschrauben und alle Geräte vom Strom nehmen. Dann wird sich zeigen, ob er wirklich jedes Kabel seiner Freundin überlässt. Ich dringe selten in fremde Wohnungen ein und wenn, dann nur gegen Bares. Ich werde einen Kredit aufnehmen, das ist es mir wert. Dieser Deutsche muss überführt werden. Er klatschte begeistert in die Hände. Ich machte ihn darauf aufmerksam, dass die Banken nicht ewig geöffnet waren. Worauf er etwas murmelte, das wie Kreditlimite klang und das auch meinem Bankberater gern und oft über die Lippen kam. Ich fuhr zurück in mein Büro. Stunden später schaffte ich es, den geheimnisvollen Deutschen zu einem Gespräch zu überreden. Deshalb wollten Sie wissen, ob ich mit elektronischen Geräten umgehen kann. Ach, einfach so. Ich habe gehört, dass jüngere Menschen zu nichts mehr taugen und wollte mich bloß vergewissern, ob es tatsächlich so ist. Er behauptet, dass er Privatdetektiv ist. Brauchen die keinen offiziellen Ausweis? In diesem Land darf sich jeder Privatdetektiv nennen. Tatsächlich? Ja. Dann könnte ich so etwas als Nebenerwerb machen. Wie sieht denn das steuertechnisch aus? Miserabel. Sie verdienen nichts und bezahlen dafür auch noch Steuern. Das geht doch gar nicht. Wir leben hier in der Schweiz. Das ist ein Steuerparadies. Für die Reichen und noch Reicheren. Erzählen Sie uns endlich, was Sie von uns wollen. Sie haben Ihren Nachbarn Herrn Salzmann in der Garage beobachtet. Klar habe ich das. Ich will bei der Hausverwaltung vorstellig werden und beweisen, dass die Garage zweckentfremdet wird. Die Garage darf nur für Fahrzeuge benutzt werden? Sonst würde sie nicht Garage heißen, das ist doch logisch, oder? Waren Sie auch in der Garage? Wieso sollte ich? Mit einem Teleobjektiv kann ich alles beobachten, ohne reinzugehen. Und was haben Sie gesehen? Moment. Gibt es in der Garage illegale Aktivitäten? Prostitution, Menschenhandel, Drogenmissbrauch? Weder noch. In der Garage werden elektronische Geräte repariert. Vor ein paar Tagen war deine Frau. Sie ging in die Garage. Leider musste ich danach zur Arbeit, aber ich glaube nicht, dass die Frau befugt war, die Garage zu betreten. Haben Sie die Frau geknipst? Nein. Aber sie sah gut aus. Groß und schlank und dunkle Haare. Seit wann stehst du auf Dunkelhaarige? Die Frau hat mir nur theoretisch gefallen. Du gefällst mir praktisch. Was ist eigentlich aus Ihrem Kühlschrank geworden? Ich habe einen Experten kommen lassen. Er sagt, dass es sich nicht lohnt, den Kühlschrank zu reparieren. Das sagen alle. Aber so hält man die Wirtschaft in Schwung. Morgen kaufen wir uns einen neuen. Mein Klient hätte sich bei diesen Worten vermutlich in eine Furie verwandelt. Ich blieb ganz ruhig. Schließlich hatte ich jetzt einen neuen Anhaltspunkt. Und der war groß, schlank und dunkelhaarig. Mein Klient teilte mir am nächsten Morgen mit, dass er seine Mutter erfolgreich angepumpt hatte und ich weiter für ihn arbeiten könne. Frohen Mutes ging ich ausgiebig frühstücken und machte mich auf den Weg zu dem Mann, der beinahe an einem Stromschlag gestorben war. Mein Vater ist gestern verstorben. Er ist in den Spätfolgen des Stromschlags gestorben. Die genaue Todesursache wird noch untersucht. Man hat den Tod auf einer Parkbank gefunden.